Wismar, Dankwartstraße 37. Eine ganz besondere Adresse. Hier ist der Standort des Unverpacktladens Füllwerk. Bekannt und beliebt durch Bioartikel, vor allem aus der Region. Und in dem Laden tut sich was. Inhaberin Lina Maria Köhn stellt gleich mehrere Projekte vor, die alle noch dieses Jahr im Füllwerk starten. Regelmäßig trifft sich hier schon eine ganze Weile das gute Klima Wismar. Es ist eine Gruppierung, die dafür sorgen möchte, dass wir mit unserer Klimaneutralität hinterherkommen. Genau, und die treffen sich immer jeden zweiten Dienstag im Monat abends hier nach Feierabend, also nach 18 Uhr. Und wir planen was Neues, nämlich eine Female Empowerment Gruppe, Frauen, die sich vernetzen, die sich gegenseitig unterstützen, die hierher kommen, um in einem sicheren Raum alle Themen besprechen zu können, die sie beschäftigen und sich gegenseitig eben auch zu helfen und zu unterstützen. Bekannt wurde das Füllwerk vor allem durch seine nachhaltigen Produkte. Hier bekommt man für seinen Wocheneinkauf alles, was das Herz begehrt. Nachhaltig und vor allem unverpackt. Vom frischen Lebensmittel über Naturkosmetik bis hin zu Hygieneartikeln. Also Obst, Gemüse, Milchprodukte habe ich so viel wie möglich regional. Auch einige Getreidearten kommen regional oder auch Nüsse und Kerne. Genau, und alles andere versuche ich aus dem nächstmöglichen Umkreis zu bekommen. Unser Großhändler Grell Naturkost sitzt in Hamburg, hat viel Obst und Gemüse und Produzenten eben direkt um Hamburg und umzu, Schleswig-Holstein, aber auch Mecklenburg-Vorpommern ist damit drin. Eben ein ganz besonderer Laden. Ach ja, und wer rasch noch etwas abholen will während seines Einkaufs, das Füllwerk ist auch Anlaufstation für den OPS-Service. Also runter vom Sofa und rein ins Füllwerk.